Sie gilt als ursprünglichste Form der Milchgewinnung und ist an den Lauf der Jahreszeiten angepasst. Die Herstellung von Heumilch. Bergbauern in der Region Murau haben sich darauf spezialisiert, wie Bettina Zeyerz heute in unserer Serie Landwirtschaft berichtet. Wer heutzutage einen Liter Milch kauft, hat die Qual der Wahl. Er kann zu fettarmen Milch greifen, zu Billigmilch aus dem Ausland, zu Dumpingpreisen oder man entscheidet sich für Bio-Heumilch aus Murau. Und unter welchen Auflagen diese produziert wird, das schauen wir uns heute an. In St. Peter am Kammersberg sind die Kühe auch im Winter auf der Weide. Das saftige Heu, die richtige Jause, wartet drinnen im Stall. Silage gibt's hier keine und Heu wird das ganze Jahr über genossen. Im Frühjahr, sobald das halt ein Grasel vorhanden ist, gehen sie ja schon auf die Weide, kriegen zuerst die ersten Wochen immer noch sowieso Heu dazu. Anfang Juni kommen die Kühe dann auf die eigene Alm, wo sie auf der Alm mulchen wollen. Da sind sie so ca. 60 Tage auf der Alm, bis das Grasel gar ist. Dann kommen sie wieder heim. Und da sorgt die Familie Leitner am Zirkelhof für sorgfältig getrocknetes Heu. Da nur zweimal im Jahr gemäht wird, ist der Geschmack intensiver. Die Milch enthält mehr Omega-3-Fettsäuren als herkömmliche Milch. Der Mehraufwand für die 18 Milchkühe macht sich beim Rohmilchpreis bezahlt. Wir kriegen mal ein Drittel mehr zum Milchpreis, weil der Aufwand ist ja viel höher in der Heuproduktion wie in der Siloproduktion. Seit 10 Jahren profitiert er von der Marke Zurück zum Ursprung. Der Discounter kooperiert mit der Obersteirischen Molkerei. Ich glaube, das ist wirklich eine Ausnahme. Hat man garantierte Preise bis 2020 für die teilnehmenden Bauern. Und damit haben bei den Bauern eine gewisse Planungssicherheit, die sie aber auf der einen Seite auch dringend und notwendig brauchen. Nachschub gibt's genügend. Der Anteil der Heumilchproduktion liegt in dieser Region bei über einem Drittel. Im Vergleich zu Europa, da liegt der Anteil nur bei 3%. Die bergbäuerlichen Betriebe produzieren hier von Generation zu Generation Heumilch. Hier in der obersteirischen Molkerei haben wir 581 Heumilchbauern. Davon sind 260 Bio-Heumilchbauern. Und die Leute, die das mit Herzblut machen, geben es der nächsten Generation mit Herzblut weiter. Und was Kurt, der Milchführer, bei den Landwirten nachvollziehbar abholt, wird hier in Knittelfeld zu Joghurt, preisgekröntem Käse oder eben Bio-Heumilch gemacht. Obwohl unter strengsten hygienischen und modernsten Standards produziert wird, kann man in der Milcherlebniswelt der obersteirischen Molkerei hinter die Kulissen schauen und natürlich auch die Bio-Heumilch verkosten.